herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, endlich bin ich wieder unterwegs. Nach über 3 Monaten hatte ich so Entzugserscheinungen, ich musste einfach wegfahren. Ja, meine Station ist ein schöner See in Bayern, genauer gesagt in der Oberpfalz. Und dieser See heißt Murrener See, in der Nähe von Schwandorf. Der große Vorteil hier ist, dass es nicht überlaufen ist. Und jetzt haben wir es schon Ende Oktober, und da ist halt einfach dann wenig los. Und wir haben unter der Woche, Montag ist heute. Wir waren schon letztes Jahr hier. Ich verlinke euch das Video in der Videobeschreibung oder hier oben. Und der See ist mir jetzt, und die Gegend auch, ist mir in Erinnerung geblieben. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Das Wetter spielt heute noch mit. Ich glaube, morgen soll es regnen. Ich lasse mich da überraschen. Also ich habe auf alle Fälle festgestellt, 3,5 Monate oder knappe 3,5 Monate ohne Camping ist für mich einfach zu lang. Aber so, desto größer die Freude nun jetzt, wieder unterwegs zu sein. Bin allein unterwegs, die Anja arbeitet. Ich kann ja von unterwegs oft arbeiten. Ja, ich gehe jetzt einmal um den See. Der See ist ja nicht groß. Hab vorher ein kleines Schläfchen gemacht, war doch ganz schön müde von der Fahrt. Der Rundweg um den See, der ist richtig schön gemacht. Auch immer mit so Tafeln. Die Geschichte des Murrener Sees. Vor der Rekultivierung zu einem Freizeitgewässer war der Murrener See zusammen mit dem Brückelsee eine Abbaustätte für Braunkohle. Diese wurde wie im gesamten Abbaugebiet, heutiges Oberpfälzer Seenland üblich, im Tagebau gewonnen. Die Abtrennung der beiden Seen zu Brückel und Murrener See erfolgt im Nachhinein durch das Aufschütten eines Dammes. Die Flutung der ehemaligen Braunkohlegruben im gesamten Oberpfälzer Seengebiet erfolgte durch das ansteigende Grundwasser, nachdem die Wasserhaltung Schritt für Schritt eingestellt wurde, und dauerte rund 2 Jahrzehnte. Also ziemlich lange. Jetzt bin ich am Stellplatz, auf dem wir letztes Jahr standen. Und man sieht, sehr, sehr leer. Also hier sehe ich einen Kastenwagen da vorne. Oder hat er schon geschlossen? Keine Ahnung. Das werden wir dann vorne sehen am Eingang. Also diesen Stellplatz kann ich sehr empfehlen. Das gefiel uns sehr gut hier. Den verlinke ich in der Videobeschreibung unten. Also man hat hier vom Stellplatz aus eine wunderbare Aussicht auf den See mit einer schönen Liegewiese unten. Hier sind auch nochmal Stellplätze inklusive Strom. Und bei dem anderen, den ich euch gerade gezeigt habe, gibt es keinen Strom. Also hier stehen jetzt auch nochmal 4 Wohnmobile. Hier ist die Fähr- und Entsorgungsstation, die habe ich auch in dem besagten Video schon gezeigt. Musik. 2010 wurde im Rahmen des Tourismuskonzepts des Oberpfälzer Seenlandes und der Gemeinde Wackersdorf am Nordwestrand des Murrener Sees ein 16 Meter hoher hölzerner Aussichtsturm eröffnet, der einen neuen Attraktionspunkt im Seengebiet darstellt, besonders zur Vogelbeobachtung geeignet ist. Die Wasserqualität des Murrener Sees. Obwohl der Murrener See, wie alle Seen des Oberpfälzer Seenlands, keine direkten Zuflüsse besitzt, es ist reines Grundwasser, ist das Wasser sehr sauber. Der pH-Wert des Wassers liegt aber im sauren Bereich bei nur ca. 3,8. Sehr beliebt ist der See bei Tauchern. Aufgrund der Uferstruktur sowie der maximalen Tiefe von immerhin 46,7 Metern ist der Murrener See sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Taucher ein interessantes Ausflugsziel.
war jetzt einmal rund um den See, 6,5 Kilometer laut Schild. Und jetzt gehe ich zum Blecki. Ich stehe frei. Das ist mir meistens das Liebste. Wobei mittlerweile kann ich auch zwischendurch auf den Campingplatz gehen. Stellplatz sowieso. Ja, hier steht Blecki. Auf dem Parkplatz, kein Verbotsschild. Ich zeige natürlich kein Campingverhalten, klar. Man sieht, hier ist wenig los. Hier gehen heute noch ein paar Leute nach Feierabend spazieren. Leider hat sich das Carbo-Ride gelöst. Da ist hier die Fläche sehr angeklebt. Und war wahrscheinlich ich auch mit Schuld, weil ich habe unter der Fahrt mal, wollte ich das Ding weiter runter machen und habe die Händelschraube zu wenig gelöst. Aber eigentlich sollte es schon besser heben, also da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Guten Morgen aus der schönen Oberpfalz am Murner See. Ich gehe wieder am See entlang. Heute scheint das Wetter beständiger zu sein, also ich hoffe, dass es heute nicht regnet, tagsüber. Nachts kann es ja regnen. Gestern hat es immer wieder geregnet, also sogar sehr viel, mit kleinen Pausen. Da habe ich auch gar nichts gefilmt, habe ich Video geschnitten und ja, viel YouTube geschaut. So verging die Zeit auch. Und jetzt um die Jahreszeit ist hier so schön ruhig, wunderbar. Temperatur ist auch in Ordnung, es ist eigentlich gar nicht zu kalt. In der Nacht hatte ich im Blecki vorgestern 11 Grad, gestern 13 Grad in der Nacht. Absolut in Ordnung für mich. Mit 2 bis 3 Decken friert man nicht. Also ich habe die Heizung da nicht über Nacht an. Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich nicht gut geschlafen habe, beide Nächte nicht. Erstens ist für mich jetzt wieder ungewohnt, auf eine harte Matratze zu schlafen, beziehungsweise sind ja Polster. Daheim ist das Bett halt viel weicher. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ja, mir ist klar, hart schlafen ist besser für den Körper, für den Rücken. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich daheim nicht auch eine harte oder härtere Matratze kaufe, weil ich überzeugt bin, dass härter schlafen eigentlich besser ist. Ja, und diese Nacht bin ich leider um 3:30 aufgewacht und konnte bis 6 Uhr nicht mehr einschlafen, auch weil eine Mücke drin war. Die hat mich etwas geärgert und konnte dann einfach nicht mehr einschlafen. Aber halb so schlimm, mache ich vielleicht ein Mittagsschläfchen und alles ist gut. Ja, hier ist der Fitnessparcours. Also hier sind die Fitnessgeräte. Und ja, da möchte ich jetzt mal ein bisschen was machen, damit ich nicht einroste. Das Wasser ist so schön klar vom Murner See und ich denke, ich werde das Wasser jetzt mal testen. Interessant, der ist gar nicht so kalt. Es ist 11 Uhr, bei mir gibt es jetzt Frühstück. Äpfel mit Mandelkerne. Ja, ich werde jetzt eine kleine Wanderung machen. Ich habe Komoot das hier rausgesucht. Wird ein bisschen anders gehen. Also ich stehe hier ungefähr. Da so.
wird dann so gehen. Und dann nicht hier zurück, sondern so. So, ich bin jetzt schon einige Zeit unterwegs. Und jetzt führt die Wanderung durch den Wald. Und das Wetter ist echt sehr gut zum Wandern. Es ist nicht kalt. Zwar stark bewölkt, aber für eine Wanderung ideal von der Temperatur her. Das Wichtigste ist, dass es nicht regnet. Bei nächster Möglichkeit links. So, ich habe über 7 Kilometer zurückgelegt und jetzt ist leider was, was mir gar nicht gefällt. Es fängt zum Regnen an. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Ich habe keine Regenjacke dabei. Hier hinten sehe ich blauen Himmel. Das lässt hoffen. Ja, ich bin jetzt gleich zurück bei Blecki. Es regnet ganz leicht. Hier der Murner See. Die Wanderung kann ich noch bedingt empfehlen, weil man ja, so 1,5 Kilometer an der Hauptstraße gehen muss. Und das ist alles andere als schön. Es ist 3 Uhr morgens. Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen. Ich bekomme die Mücke einfach nicht zu fassen. Die quält mich jetzt die ganze Nacht schon und jetzt habe ich diesen Mückenschutzhut tatsächlich auf und hoffe, jetzt habe ich meine Ruhe. Guten Morgen hier vom Murner See in der Oberpfalz. Ja, das war natürlich jetzt wieder eine fürchterliche Nacht. Und ich habe die Mücke immer noch nicht bekommen, also erwischt. Leider, die ist sehr schnell. Es war ein paar Mal knapp, aber habe sie nicht erwischt. Ich bin gespannt, wie diese Nacht werden wird. Also toll war das nicht. Ja, die Sache mit dem Carburet, das sich hier gelöst hat. Tatsächlich passt die Handyhalterung für die Scheibe ans Carburet. Das habe ich jetzt hier hingemacht und ich versuche das jetzt halt hier so dran zu machen. Mal schauen, ob das geht. Das ist halt relativ schwer. Ich weiß nicht, ob es dann hält. Also es würde auf jeden Fall nicht die Sicht behindern. Ich sehe wunderbar drüber raus. Also wenn das so hält, dann wäre ich sehr zufrieden. Und bedienen lässt sich eigentlich auch besser, glaube ich. Das sehe ich dann unterm Fahren. Einfach mal ausprobieren. Ja, für mich geht es jetzt weiter. In der Nähe von Moosburg habe ich mal was rausgesucht. Das wäre dann meine letzte Nacht heute. Und morgen geht es dann leider schon wieder heim. Ja, liebe Zuseher, das ist mein Übernachtungsplatz für heute. Ich bin in der Nähe von Moosburg, das ist jetzt schon in Oberbayern. Ist ja nicht so weit weg von Erding, vom Flughafen, deswegen fliegt hier gerade ein Flugzeug. Ja, es ist jetzt kein idealer Übernachtungsplatz, weil es ist hier echt schräg. Dann passt es vielleicht zu mir, ich bin ja auch ein schräger Vogel. Spaß. Genau, und jetzt esse ich da noch was. Beziehungsweise ich habe jetzt schon Salat gegessen und Semmel. Vielleicht habe ich jetzt dann keinen Hunger mehr, dann esse ich halt nichts mehr. Das sehe ich dann schon. Ich habe jetzt gerade die Heizung innen angemacht. Die ist jetzt gerade gestartet. Man riecht es. Aber was gut ist, gutes Zeichen, es raucht nicht. Ich habe Videos gesehen, dass bei einigen, die die Heizung starten, dass den Anfang stark raucht. Das ist jetzt hier bei mir nicht der Fall. Da möchte ich mal ein Video machen, wie ich das handhabe mit der Dieselheizung. Weil bei der Dieselheizung besteht ja die Gefahr, dass die, wie sagt man dazu, versottet, verkohlt, also der Brennraum. Und ich versuche das ein bisschen so zu machen, dass die Gefahr geringer ist. Da mache ich mal ein Video darüber. Ich stehe hier in so einem kleinen Badeweiher.
Der ist von der Stadt angelegt worden. Oder Ort, ist keine Stadt, glaube ich. Das Wasser ist ein bisschen dunkel. So wie es in Schweden einmal war. Und hier ist dann auch ein Müllbehälter. Recht idyllisch. Traurig, dass es notwendig ist, so ein Schild aufzustellen. Also das Wohnmobil sollte hier ja, maximal 6 Meter haben, würde ich sagen. Meins hat 5,40 Meter, mein Kastenwagen. So, da möchte ich jetzt mal raufgehen, mal schauen, was da oben so ist. Praktisch so einen kleinen Abendspaziergang. Ein Haus. Wow, total warm schon, super. So, 19.45 Uhr und ich liege schon im Bett. Das passiert bei mir jetzt öfters, habe ich festgestellt, wenn ich allein unterwegs bin. Ganz komisch. Aber ja, ich finde es da im Camper im Bett dann gerade so gemütlich und schaue dann noch sehr oft YouTube-Videos an. Und so auch jetzt und so lasse ich dann den Abend ausklingen. Und meist schlafe ich dann zwischen 22 und 22.30 Uhr. Also meine Hoffnung ist, dass keine Mücke jetzt mehr herin ist. Ja, sonst weiß ich auch nicht. Dann flippe ich aus. Nee, Spaß. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal mit der Kamera durch. Guck einfach, dass er nicht auf dich drauf fällt. Ja, der Letzte macht das Licht aus. Ich bin alleine hier, also bin ich auch der Letzte. Gute Nacht. Ja, guten Morgen aus dem verregneten Oberbayern. Ich hatte wieder eine richtige, ja, bescheidene Nacht. Es war wieder eine Mücke drin. Ich weiß nicht, wo sich die verstecken tagsüber. Keine Ahnung, ich habe alles durchsucht. Naja. Auf jeden Fall ist heute die Rückreise, die Heimfahrt bei mir und ich arbeite jetzt noch etwas und dann werde ich hier schon mal das Putzen anfangen, so dass ich daheim nicht mehr so viel machen muss und dann geht's wieder zurück. Ja, also so richtig empfehlen kann ich jetzt diesen Parkplatz hier nicht, denn hier ist halt mächtig was los mit den Flugzeugen, die zum Erdinger Flughafen fliegen. Die Straße selbst ist eigentlich ruhig, da fahren wenig Autos, aber die Flugzeuge, naja, das fängt dann um 6 Uhr an und geht bis 11 oder 12 Uhr nachts. Trotz den widrigen Umständen in der Nacht hat mir die Tour jetzt wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich habe einfach den Campingvirus in mir und freue mich schon auf die nächste Tour. Schön, dass ihr dabei wart. Über ein Abo würde ich mich freuen und über einen Daumen hoch natürlich. Und bis zur nächsten Tour. Ciao.